Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir beraten heute in zweiter Lesung das Gesetz, den Gesetzentwurf zur Änderung des Gerichtsstrukturgesetzes. Mit diesem Gesetzentwurf sollen im Wesentlichen die aktuell 6 hauptamtsgerichtlichen Zweigstellen zu Vollgerichten wieder zurückumgewandelt werden und damit zusammenhängend ein Neuzuschnitt natürlich der Amtsgerichte vorgenommen werden. Wir meinen, das ist notwendig, um auch in Zukunft eine bürgernahe Justiz Gerichte vorzuhalten. Leider ist es wie immer, ist dieser Gesetzentwurf nach der ersten Lesung nicht zur Beratung in die Ausschüsse überwiesen worden. Das ist auf der einen Seite sehr schade und auf der anderen Seite auch etwas verwunderlich, denn ist man der Debatte in der ersten Lesung gefolgt, habe ich hier niemanden gehört, der die amtsgerichtlichen Zweigstellen als Erfolgsgeschichte verkaufen wollte. Da hätten sich dann auch die Koalitionäre die Frage stellen können, ob es einer eigenständigen Evaluierung überhaupt noch bedarf oder ob es nicht besser gewesen wäre, den Gesetzentwurf doch in die Ausschüsse zu überweisen und dort vollumfänglich zu überprüfen, inwieweit die Zweigstellen, die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. Genug Hinweise gab es, genug Hinweise aus der Anhörung im Rechtsausschuss, wo wir uns über die Zukunft der Justiz unterhalten haben. Genug Hinweise gibt es auch, wenn man direkt selber als Abgeordneter vor Ort die Zweigstellen besucht. Meine Damen und Herren, leider ist das alles nicht geschehen. Insofern muss ich jetzt natürlich nicht allzu viele neue Worte verlieren. Ich würde nur noch mal einige Aussagen der ersten Lesung gerade rücken wollen, da mir das aus zeitlichen Gründen damals nicht möglich war. Herr Ehlers bezeichnete beispielsweise den Gesetzentwurf damals als Schnellschuss, den wir eingebracht hatten. Er verwies darauf, dass die Gerichtsstrukturreform ja erst mal gerade 2 Jahre alt sei. Und er bezog sich damit hauptsächlich auf die Schließung des Amtsgerichtes Ribnitz-Damgartner Anfang 2017. Herr Ehlers, das Gerichtsstrukturneuordnungsgesetz trat Ende 2015 in Kraft und im Wesentlichen wurde es im Jahr 2015 umgesetzt. Das Amtsgericht Ribnitz-Damgartner, bis Anfang 2017 offen blieb, war ausschließlich darin begründet, dass es sich bei dem Amtsgerichtsgebäude in Ribnitz-Damgarten um ein gemietetes Objekt handelte und der Mietvertrag zu diesem Zeitpunkt erst auslief. Insofern würde ich die Schließung des Amtsgerichtes Ribnitz-Damgarten nicht zum Maßstab der Abschluss der Reform machen und auch nicht von einem Schnellschuss reden. Seit 4 Jahren ist die Gerichtsstrukturreform umgesetzt und wir sehen schon heute die Nachteile, ohne dass groß evaluiert werden muss. Das haben Sie als Mitglied des Rechtsausschusses selbst bei der Anhörung zur Zukunft der Justiz erleben dürfen. Herr Sellering kam in der Debatte auch noch mal nach vorn und erklärte uns blumig den Vorteil von Spezialisierung in Gerichten. Er nutzte hierfür einen Vergleich mit der Medizin und illustrierte den Sachverhalt anhand eines Patienten mit Meniskusschaden am Knie. Dieser würde natürlich auch viel lieber zu einem Spezialisten gehen als zu einem Allgemeinmediziner, nur weil dieser seine Praxis zufällig in der unmittelbaren Nähe hätte. Aus unserer Sicht sorgte zwar der Beifall für Heiterkeit, warf aber die Frage auf, warum denn kein Beispiel aus der Justiz genommen wurde, Herr Sellering, speziell aus dem Tätigkeitsfeld der Amtsgerichte, denn um diese geht es hier schließlich. Ich kann es Ihnen sagen, es gibt schlichtweg keine Beispiele für Spezialisierung bei Amtsgerichten über das übliche Maß hinaus. Da gibt es Strafsachen, Zivilsachen, Betreuungssachen, Familiensachen und vielleicht noch Ordnungswidrigkeiten. Eine größere Spezialisierung in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nicht. Und diese Spezialisierung gibt es auch nicht bei größeren oder sehr großen Gerichten. Die haben wir bei unserem größten Amtsgericht, dem Amtsgericht Rostock, ebenfalls nicht. Und das ist auch richtig so. Richter sind Generalisten und werden auch so ausgebildet. Das liegt auch ganz wesentlich in ihrer Vertretungsstruktur. Ich nenne mal ein Beispiel, das hier auch im Landtag eine Rolle gespielt hat. Der eine oder andere wird sich vielleicht an die Anhörung damals zum Gerichtsstrukturreformgesetz erinnern, dass wir in der vergangenen Legislaturperiode einige Diskussionen zum Thema U-Haftentlassungen wegen nicht fristgerecht anberaumter Termine hatten. Droht ein solcher Fall, wird versucht, die betreffende Strafkammer zu entlasten. In der Praxis geschieht dies auch regelmäßig durch Richter aus den Zivilkammern. Also ein Zivilrichter
wird durch Geschäftsverteilungsplan für ein halbes Jahr dazu abgeordnet, Strafsachen zu machen. Das ist auch logisch, würde man einen Strafrichter nehmen, würde sich natürlich dort dann in der Strafrechtskammer das Problem verschärfen. Fristen würden nicht eingehalten werden können. Insofern ist es ganz logisch, aus einer anderen Kammer zu nehmen. Insofern ist die Praxis völlig richtig. Wenn wir in den ordentlichen Gerichtsbarkeit einen Einstieg bei Strafsachen haben und einen Rückgang bei Zivilsachen, können wir ja nicht zu den Zivilrichtern sagen, na, jetzt macht ihr mal frei und stellen stattdessen neue Strafrichter an. Wir meinen, Richter sind Generalisten. Der ehemalige OLG-Präsident Herr Thiele hat damals in der Anhörung zur Gerichtsstrukturreform auch klar und deutlich gesagt, dass ihm besonders wichtig ist, dass die Richter an verschiedenen Stellen einsatzfähig sind. Insofern konnte mich auch dieser Redebeitrag weder rhetorisch noch fachlich überzeugen. Abschließend bleiben wir, möchte ich Ihnen noch sagen, bei der Aufrechterhaltung des Gesetzentwurfs. Alle Argumente und Evaluierungsversuche täuschen uns nicht darüber hinweg, dass je mehr Zeit wir ins Land verstreichen lassen, die Zweigstellen immer weiter geschwächt werden durch Aufgabenverlagerung infolge der Unattraktivität der Zweigstellen. Das wollen wir nicht als Linksfraktion. Wir streiten weiter für eine bürgernahe Gerichtsstrukturreform. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.